Die Wetterau. Idyllische Natur, uralter Kulturraum und moderner Lebensstil. Viele Vorzüge machen die Region so beliebt zum Wohnen, Arbeiten und Urlaub machen. Der Personenverkehr der Bahn gehört zur Wetterau wie das Rosenfest in Steinfurt und der Keltenfürst vom Glauberg. Während der 2020er Jahre führt die Bahn im gesamten Landkreis verschiedene Projekte durch, die den Schienenverkehr entscheidend verbessern. Dafür investieren viele Partner gemeinsam in mehr klimafreundliche Mobilität für ein attraktives Nahverkehrsangebot, genauso wie für eine verbesserte Anbindung an die Metropole Frankfurt. Die Projekte reichen von Streckenertüchtigung über die Elektrifizierung und den teilweise zweigleisigen Streckenausbau des Stockheimer Lieschens bis zu moderner Stellwerkstechnik, welche die altgediente mechanische Technik ersetzt. Auch die stillgelegte Horloftalbahn zwischen Wölfersheim und Hungen wird reaktiviert. Besonders die Strecke zwischen Friedberg und Frankfurt ist eine bedeutende Lebensader für die Infrastruktur der Wetterau. Ihr Ausbau zur viergleisigen Bahnstrecke läuft bereits seit mehreren Jahren, im ersten Bauabschnitt zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Der viergleisige Ausbau sorgt dafür, dass die S-Bahn die Fahrgäste auf eigenen Gleisen befördert. So können mehr Züge schneller fahren, Fahrzeiten verkürzen sich und der gesamte Nahverkehr wird entscheidend verbessert. Das bedeutet, zu den Hauptverkehrszeiten stehen in der ganzen Region mehr Verbindungen zur Verfügung. Mehr Bahnhöfe werden barrierefrei. Und durch die Reaktivierung der Horloftalbahn wird nach über 20 Jahren eine Lücke im Bahnnetz geschlossen, die den gesamten Norden der Wetterau besser anbindet. Auf den ersten Blick sind die verschiedenen Projekte einzelne Aktionen. Tatsächlich aber hängen sie alle voneinander ab und wachsen zu einem großen Ganzen zusammen. Für mehr klimafreundliche Mobilität in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main und besonders in der Wetterau.